Ja, moin Leute, dann herzlich willkommen zurück zur nächsten Folge Way of the Hunter. Schön, dass ihr wieder am Start seid. Willkommen. Ja, wir sind unterwegs diese Woche in Aurora Shores und ihr seht schon, wir haben hier ein paar Bergziegen direkt vor uns zum Einstieg. Da werden wir uns direkt mal die hier vorne mitnehmen. Die hat 2 Sterne und wartet nur darauf, eigentlich von mir abgeschossen zu werden. Ich meine, schaut sie an. Die anderen sind irgendwo da hinten. Die ist hier direkt bei mir. Wir warten also auf unsere Gelegenheit und dann schießen wir diese Bergziege ab. Die Herde ist eigentlich ganz gut durchgemischt. Ich habe 1 Stern gesehen, 2 Sterne gesehen, 3 Sterne gesehen und alles, was so dazwischen ist. Aber die hier ist mutig. Die ist richtig mutig. So, Hammer. Sehr gut. Hammer im Sack. Die anderen Bergziegen können sie jetzt mal verziehen. Wollen wir vielleicht noch irgendwie irgendeine? Dich? Immer so eine Sache, weil ich kann natürlich nicht einschätzen, was das jetzt für ein Tier ist. Männchen, Weibchen. Wobei, Männchen, Weibchen kann man ungefähr an der Größe einschätzen, aber naja, bei Jungtieren oder erwachsenen Tieren wird es dann schon wieder schwieriger. Aber egal, wir haben unser Tier. Also ich bin zufrieden schon mal für den Anfang. Auch wenn wahrscheinlich ein Ein-Sterne-Tier besser gewesen wäre, um ne, den A-Wert ein bisschen anzuheben. Gerade wenn auch ein Drei-Sterne-Tier irgendwo dabei ist. Aber das ist okay. Das ist okay. Hauptsache, wir haben erstmal hier ein schönes Tier. Ne? Das stimmt mich schon mal ganz optimistisch. Na, die anderen Tiere hat man kaum gesehen, so mitten im Wald, aber das Tier kam mir quasi zugelaufen. Und das war auch eigentlich ein sehr geiler Schuss, ne? Direkt in der Drehung, direkt ins Herz, direkt ins Zentrum sozusagen. Ja, und das haben wir gut getroffen. Gucken wir mal, was wir hier noch haben. Naja, knapp mehr als 50%. Ich denke mal, das ist in Ordnung, dass wir die abgeschossen haben. Da spricht eigentlich nichts dagegen. Wir haben ein bisschen zu viel Energie benutzt. Na gut, das Tier war ja auch gar nicht mehr so weit weg, ne? 60 Meter, 70 Meter. Ja, auf 100 Meter oder 150 Meter wäre die Waffe oder die Munition bestimmt okay gewesen. Aber naja, gut. Merken wir uns beim nächsten Mal. Nehmen wir eine etwas schwächere Munition, wenn das Tier so nah rankommt. Verkaufen wir. Brauche ich jetzt nicht unbedingt die Bergziege. Das braucht man nicht. Das Geld brauchen wir zwar auch nicht unbedingt. Wir haben schon 500.000, 500 irgendwas K. Aber naja. Vielleicht kommt ja, kann ich mir ja irgendwann ein Flugzeug kaufen oder so hier in dem Spiel. Das wäre doch toll, oder? Ja. Okay. Gehen wir mal zurück zum Auto. Das habe ich hier irgendwo in der Nähe abgestellt. Ihr seht schon, wir sind wirklich ganz im Norden. Und dann, ich denke mal, wir machen eher so eine Nord-Süd-Tour. Ja, also fahren so Richtung Süden, Süd. Ja, so Richtung Mitte der Map, würde ich sagen. So am Rand ist immer ein bisschen unangenehm hier auf dieser Map. Ein bisschen krepelig da. Aber am Rand will ich nicht unbedingt langfahren. Ja, wir gucken mal, wo wir langfahren. Und was wir so finden werden. Gleich geht's weiter. Okay, weiter geht's. Ich bin gerade auf den Spuren von ein paar Karibus, die da vorne schön gechillt im Fluss stehen. Oh, da ist auch noch eine Bergziege. Okay, aber alles nicht so relevant. Naja, gut, zum Glück sind die Bergziegen hier. Vielleicht ist auch nur 3 Stück, gell? Bin ganz schön nah dran. 80 Meter. Tja, Leute, das ist gar nicht das, was ich so erhofft habe, ne? Es ist sehr wenig los hier. Wir haben die Auswahl zwischen, naja, bei Karibus, wovon ich eigentlich keins abschießen will, weil das Erwachsene sieht gar nicht mal so schlecht aus. Das wollen wir mal lieber auswachsen lassen. Dann haben wir hier 2 Bergziegen, aber ja, das Einzige, was Sinn macht, ist jetzt so eine weibliche Bergziege hier wegzuknallen. Weil von den anderen Tieren, das lohnt sich ja alles nicht. Tja, schade. Ich hätte gedacht, dass ich hier mehr davon habe, aber na gut, scheinbar nicht. Gehen wir einfach mal hier kurz. Ne? Herz haben wir, glaube ich, getroffen. Ich denke, das sollten wir erwischt haben. Oder oben kommen ein paar Vögel. Moment. Da kann ich vielleicht noch was mit anfangen. Oh, die kommen wirklich her. Die nehmen wir noch mit. Wenn wir schon hier keine schönen Tiere am Wasser hatten, dann haben wir vielleicht ein paar schöne Tiere in der Luft. Wie wär's damit? Munitionstyp müssen wir noch einstellen. Jagdstufe 1 reicht doch für Vögel, oder? Wobei ich schon mal. Na, 5 und das sind für schwerere Tiere. Nee, das brauchen wir nicht. Wobei ich schon mal das Gefühl hatte, so, dass das früher besser funktioniert hat mit den Vögeln. Als ich nämlich das letzte Mal auf die Vögel geschossen habe, habe ich gefühlt 3 Schüsse gebraucht für einen. Jeder Schuss, ein Vogel. Hallo. 4 Schüsse, 4 Vögel. So, lad mal schneller nach. Ja, okay. Funktioniert ganz gut, würde ich sagen. 8 Schüsse, 7 Vögel. Das ist doch eine gute Statistik, oder? Sehr gute Statistik. Achso, da unten liegt noch mein Schaf. Genau, ich habe es schon fast wieder vergessen.
So, dann gucken wir mal. Okay, ich wollte schon sagen, das hier reicht doch niemals für einen Schuss, aber das, oh, das ist mal eine Breitseite, meine Freunde. Das reicht. So, wen haben wir hier? Guter DNA-Wert, aber leider nur Jungtier. Tja, schade. Schade. Wen haben wir hier? Ein paar Schüsse auf den Flügel, auf den rechten, haben hier auch schon ausgereicht, um das Tier vom Himmel zu holen. Oh, der hatte noch besseren DNA-Wert, aber war auch ein Jungtier. Tja, das ist natürlich alles sehr ärgerlich, aber was soll man machen? Ich hatte keine Zeit, die Herde jetzt abzuchecken. Ich meine, die sind straight über mich drüber geflogen. So, erwachsen, 50%. Naja, wird schon besser, aber. Sehr viele Männchen übrigens. Das ist auch noch ein Männchen. Komm, sei jetzt ausgewachsen. Aber es wird immer schlechter eigentlich vom DNA-Wert her. Ich meine, bei den schlechten Tieren, ne? Die mit dem schlechten DNA-Wert ist es ja an sich okay. Kann man ja bequem wegmachen. Aber naja, die anderen Tiere mit über 70% sollte man vielleicht leben lassen. Kann man aber ja schlecht wissen. Naja. Gut, hoffentlich haben wir hier vielleicht noch was Ausgewachsenes dabei. Und vielleicht haben wir auch mal ein Weibchen erwischt. Wir haben irgendwie nur Männchen vom Himmel geschossen. Oh, 2 Sterne erwachsen. Oh, auch gut eigentlich. Ich hätte noch ein bisschen Zeit gebraucht. Ich habe nur Männchen getroffen. Kann es das sein, dass da nur Männchen in der Herde waren irgendwie? So, hier männlich erwachsen. Oh, auch ein guter DNA-Wert. Scheiße. Ich glaube, das war alles. Oh, ein Weibchen. Wow. Wir haben auch ein Weibchen getroffen. Guckt euch das an. Hey, das war unser bester Abschuss fast von denen allen. Denn, ja, damit haben wir nichts falsch gemacht. Huhuhu. Ja, weiß nicht. Viele Tiere mit ungefähr 80% DNA-Wert und erwachsen und jung. Das ist nicht optimal gelaufen. Aber gut, das sind nur Enten. Das ist mir jetzt nicht so wichtig. Ja, gehen wir mal runter zu unserer Ziege und holen die nochmal ab. Und dann sollten wir. Langsam weiterfahren, würde ich sagen. Okay. Dachte kurz, da hinten sind nochmal die Ziegen, aber gut, das hätte mir eh nichts gebracht. Holen wir sie mal ab. Schönes Gebiet hier auch. Schöner Wasserfall. So. Tut mir natürlich leid, dass du dran glauben musstest, liebe Ziege. Aber es war niemand Besseres vor Ort, also haben wir dich genommen. Naja, aber wir haben einen schönen Schuss abgegeben. Durch die Rippe, direkt ins Herz. Bisschen weit oben, aber relativ. Naja, doch, es geht relativ zentral eigentlich. Ein sehr schöner Schuss. Aber wieder ein bisschen zu viel Energie, weil unter 100 Meter entfernt. Ich finde aber, das ist so knapp, da könnten sie mir ruhig 5 Sterne Jagdbewertung geben. Aber, naja, ist scheinbar nicht drin. Aber gut. Brauchen wir ja auch nicht. Okay. Dann bin weiter nach Westen gefahren. Fahren wir jetzt weiter nach Süden. Ich bin so ein bisschen dem Fluss gefolgt, aber der Fluss führt ins Meer. Das bringt mich nicht sonderlich weiter. Wir fahren jetzt hier irgendwie bei den Seen vielleicht mal zurück. Wobei, hier ist Gebirge. Ja, aber gucken mal, ob wir hier irgendwie vielleicht langfahren. Machen wir mal hier eine Markierung hin. Okay, los geht's. Okay. Ich habe zwischenzeitlich die Zeit nochmal ein bisschen umgestellt. Wir sind jetzt, ein Stückchen weiter südlich. Und wen haben wir denn hier? Ich denke mal, das ist eine Gruppe Karibus. Also ich weiß, dass es eine Gruppe Karibus ist. Und wir haben, ihr habt es gerade gesehen, ein 4-Sterne-Karibu hier. So ein gutes Karibu habe ich lange nicht gesehen. Das brauchen wir auf jeden Fall. Das müssen wir mitnehmen. Weil, die sind selten. Ja, da ist auch noch ein 3-Sterne-Kollege dabei, aber den würde ich mal leben lassen, damit er den DNA-Wert quasi hochhält. Ich meine, klar, das andere Tier hat wahrscheinlich einen höheren DNA-Wert, aber ja, ich brauche eine gute Trophäe und 4 Sterne ist auf jeden Fall gut. So, jetzt geh mal ein Stück weg, Weibchen, und deck nicht hier das Herz von deinem Kollegen. Das Herz brauche ich nämlich jetzt. Ja, noch ein, zwei Schritte weiter und da haben wir's. Jawohl, das ist sogar eine große Menge Blut. Das Herz haben wir sogar getroffen und er liegt. Das war einfach. Das war überraschend einfach und überraschend gut. 4 Sterne, holy shit. Okay, schon mal sehr zufriedenstellend. Schauen wir uns den Kollegen gleich mal an. Nice. Da laufen die mir einfach so über den Weg. Auch hier hätte ich das auch gar nicht vermutet, ehrlich gesagt. Ich habe die durch Zufall jetzt einfach gerade entdeckt. Ne? Wunderbar. Ein schönes Karibu wollte ich sowieso mal schon lange wieder. Und jetzt haben wir eins. Gucken wir uns das an. So, der Schuss. Okay, das Herz hätte ich jetzt nicht so ganz gesagt, aber okay. Hier ist der Schuss ein bisschen abgeknickt aus irgendeinem Grund. Ne? Hier hat er einen kleinen Knick geschlagen, als er den Knochen getroffen hat. Okay. Nehme ich natürlich mit.
Wir haben den vordersten Knoten vom Herz irgendwie getroffen. Ich hätte das jetzt nicht mehr unbedingt als Herzschuss gezählt, aber ich meine, ja, wenn das Spiel sagt, es ist einer, dann nehme ich das dankend an, natürlich. Man schießt doch gerne mal so eine schöne Trophäe mit Herzschuss. So. Und hier auch, ähnlich wie bei den Elchen, ne? Wenn die vorne 6 Zacken haben, dann sind die auf einem guten Level. 1, 2, 3, 4, 5, 6 auf beiden Seiten. 6 Zacken hier vorne, das haben manche Elche, haben das ja auch. Ne? Und daran erkennt man, dass sie echt viel Sterne haben. Gut, ich weiß jetzt nicht, ob das bei den Karibus auch genauso ist, aber ist mir gerade aufgefallen. Ist wirklich schönes Tier. Wirklich schön. So, der Kollege ist auch wirklich alt, gell? Schaut ihn euch an. Also mit 80%, da wäre wahrscheinlich nicht mehr drinne gewesen. Okay, nehmen wir dich mit. Du kommst in meine Ausstellung, aber sowas von. Sowas von. Okay. Gut, damit haben wir schon mal ein geiles Tier. Dann können wir jetzt weitermachen mit den ganzen anderen nebensächlichen Tieren, ne? So, wen haben wir hier? Erwachsene Alaska-Elche. Ja, lass mal in Ruhe, würde ich sagen, ne? Ich meine, wir könnten das erwachsene Weibchen schießen. Das könnten wir tun. Aber wollen wir das? Es sind einige, gell? Einige Elche. Wollen wir das? Also ich würde schon an sich. Ne, weil das Tier fällt so ein bisschen aus der Reihe. Die restlichen Tiere sind so Jungtiere und das eine Weibchen ist irgendwie erwachsen. Weiß nicht. Wenn ich die Gelegenheit nochmal bekomme, würde ich, glaube ich, versuchen, das abzuschießen. Weil das, ja, hat ja keinen Mehrwert für die Gruppe so wirklich. Aber ich sehe es leider nicht mehr. Es ist verschwunden. Steht das gar nicht. Wo soll denn das hin sein? Ist da hinten so eine kleine Kante? Ich glaube, da ist es. Oder da bewegt sich doch irgendwas. Ja gut, wir gehen nochmal ein Stückchen näher ran. Vielleicht hätte ich die CL2 mitnehmen sollen, aber bei Kopfschuss sollte das auch so gehen. So, du bist es nicht, aber da hinten steht immer noch ein Tier und das muss es eigentlich sein. So, wir merken uns, 150 Meter ist schon mal der Deal. Da ist jetzt das Männchen. Also ich sehe es doch da. Es wird sich wahrscheinlich gleich in Bewegung setzen, aber ist es das wirklich? Nochmal gucken, ob ich das nicht schon übersehen habe. Ja, es ist es. Aber jetzt läuft es super schnell hinterher. Ja gut, vergessen wir das mit den Elchen. Gehen wir einfach weiter und suchen uns was Neues. Ne? Was Schönes. Ja, vielleicht hat sich das Ganze doch gerade geändert. Ich habe nämlich gesehen, dass ein Männchen in der Herde dabei ist. In der Elchherde. Ich weiß nicht, wo das eben war, als ich die ganze Zeit da hingeschaut habe. Aber da war es auf jeden Fall nicht da. So, jetzt habe ich es alarmiert, glaube ich. Wir müssen vorsichtig machen. Wir holen natürlich die CL2 aus dem Kofferraum. Ne? Was anderes geht ja gar nicht. Ich meine, wir könnten auch irgendwie Schabernack machen mit der Monoblock, aber das ist mir nicht sicher genug, ja. Wir machen das so. Und ich meine, es hat nur einen Stern, der Elch. Es ist ein bisschen wenig, aber da kann zumindest nichts schief gehen. Ne? Ja, komm noch ein Stück näher. So, wir können schön auf die Lunge schießen, so. Bleib vielleicht mal kurz stehen. Ich meine, du siehst mich ja vielleicht auch. So, einfach mal kurz, ne? Kurz Pause machen. Wie sieht's aus? Naja, hat nicht so Lust, Pause zu machen. Dann muss ich ihm halt einfach in die Lunge schießen. Zack. Und tot. Weibchen. Ja. Ich war kurz davor. Scheiße. War mir nicht sicher genug. Mal wieder. Aber wir hätten es probieren können. War drauf, zwischenzeitlich. Ich war drauf. Naja, lass mal die Tiere mal flüchten. Vielleicht flüchten sie ja in meinen Sichtradius. Wo sind sie? Da? Da? Naja, egal. Lass mal die in Ruhe. Wir haben ja jetzt, was wir wollten. Schön, da war ja doch noch ein ausgewachsenes Tier dabei. Hätte ich nicht erwartet. Warum ist mir das entgangen? Warum? Gut, dass ich es aus dem Augenwinkel jetzt eben noch gesehen habe im Vorbeifahren. So. Ja gut, ich wollte schon sagen, also das Herz können wir irgendwie nicht getroffen haben, dafür war der Schuss zu hoch und zu mittig. Ich hätte gedacht, ich hätte weiter hier so in dem Feld getroffen, das ist schon sehr weit hinten. Gerade weil ich auch noch den Knochen mitgenommen habe, ist eigentlich nicht optimal. Hat aber gereicht, das Tier sofort zu töten, dafür war der Winkel scheinbar spitz genug, ne? Wir haben lang genug die Lunge durchquert. Aber neben dem
Hauptknochen hier neben dem Vorderlaufknochen wäre besser gewesen. Aber egal, wir haben's. Und naja, nicht sonderlich prächtig. So ungefähr 40%. Ihr seht hier 3 Zacken. Wenn da 6 Zacken sind auf beiden Seiten, dann haben wir 4 oder 5 Sterne vor uns. Aber so, ja, reicht da auf jeden Fall, um ein bisschen Kohle damit zu verdienen. Aber naja, gut. Wenigstens mal ein ausgewachsener Elch wieder. Haben wir lange nicht gehabt, glaube ich. Okay, gut, dann gehen wir jetzt weiter. Da vorne fliegen noch ein paar Enten, aber na, mit Enten hat man heute keine guten Erfahrungen. Ich weiß nicht, ob ich das schon wieder probieren will. Ja, gucken wir mal lieber am Boden, was wir da noch so finden. Ist vielleicht besser. Okay, da vorne habe ich wieder ein paar Freunde entdeckt. Ein paar Bison-Freunde. Ein paar sehr haarige, fleischige Waldbisons. Wen haben wir denn hier? Wir haben auf jeden Fall ein ausgewachsenes Weibchen. Das habe ich schon mal im Blick. Noch ein ausgewachsenes Weibchen im Blick. Ja, aber was will ich mit ausgewachsenen Weibchen? Haben wir auch ausgewachsene Männchen hier irgendwie? Oder sind die ausgewachsenen Weibchen das Einzige, was wir hier so haben? Ja, sieht schlecht aus, glaube ich. Also, ich habe jetzt kein ausgewachsenes Männchen gesehen. Na ja, gut, dann müssen wir halt ein Weibchen abschießen. Oh, doch, hier. Doch, 1. Ja, nehmen wir das Männchen, oder? Ich meine, warum nicht? Es hat nur einen Stern. Kümmern wir uns darum. So, 100 Meter ist, denke ich, okay. Ja, ist, denke ich, okay. Und das Herz ist, keine Ahnung. Das war unnötig, ich weiß. Aber ich glaube, es war ein ausgewachsenes Weibchen. Oder zumindest ein Weibchen. Ich musste es einfach versuchen. Aber ich glaube, ich habe zu sehr im hinteren Bereich getroffen und deswegen nicht tödlich getroffen. Aber ja, ich muss es ja auch mal wieder probieren, ne? Hat jetzt nicht so gut funktioniert. Ah, mal gucken. Vielleicht habe ich die Lunge ja noch erwischt. Ich meine, es sind große Tiere, die haben auch große Lungen. Aber ich glaube, ich habe ein bisschen zu spät geschossen einfach. Naja, wir schauen. Das erste Tier haben wir auf jeden Fall erwischt. Das sieht ganz gut aus. Das hier müsste die Blutspur vom ersten sein. Das ist okay, aber ich glaube, hier habe ich gerade die Blutspur vom zweiten gesehen. Kann das sein? Nee. Moment, wo war das? Wo war das? War das nicht auch hier irgendwo? Gut, ich sehe jetzt gerade nichts. Aber gut, wir können ja erstmal der Blutspur vom ersten folgen. Theoretisch müsste ja die Blutspur vom zweiten Tier auch hier irgendwo sein. Ich meine, das ist ja dieselbe Linie, ne? Die sind denselben Weg gegangen. Hier vorne habe ich gerade was gesehen. Oder? Habe ich hier was gesehen? Ja. Guckt hier. Hier ist noch eine kleine Blutspur, die sich mit der mittleren Blutspur überschneidet. Das heißt, wir haben es nicht tödlich verwundet. Aber gut, das habe ich schon irgendwie vermutet. Ne? Ich glaube, ich nehme mein Auto mit. Ich glaube, die Tiere können ein gutes Stück laufen. Je nachdem, wie ich getroffen habe. Aber ich glaube, ich nehme das Auto mal lieber mit. So, wir holen das eben schnell ab, das Tier. Hier haben wir auch nochmal die kleine Menge Blut. Okay. Gut, ich glaube, hier oben liegt's. Ja, da leuchtet schon irgendwas blau. Ich denke mal, das ist es. So. Das ist ja unser Männchen. Unser ausgewachsenes Männchen. Hallo, mein Großer. So, gucken wir nochmal. Ja, das Herz haben wir jetzt nicht gerade getroffen. Das Herz war, naja, eigentlich wieder hinter den Vorderläufen, wie bei den meisten Tieren eigentlich. Und der hat hier nochmal einen extra Schutz. Ne? Für das Herz. Schwierig zu treffen wahrscheinlich, das Herz, ne? Sehr viele Knochen und so im Weg. Aber okay, es ist doch deutlich tiefer als erwartet. Wobei, also so viel tiefer ist es ja gar nicht, ne? 10 cm vielleicht. Nur, es ist halt ein gutes Stück weiter rechts, als ich jetzt vermutet habe. Aber okay. Ja, 38. Ich meine, es ist mittelmäßig, ne? Aber es ist gut, dass wir das abgeschossen haben. Es ist gut. Dann kann der Nachwuchs zumindest besser werden jetzt. Keine Ahnung. Weiß gar nicht, ob da so viele Männchen jetzt drinne waren in der Herde, aber ein paar müssen auf jeden Fall drinne gewesen sein. Also, das passt schon. So, ich würde, glaube ich, langsam zum Ende kommen. Heißt, wir suchen uns noch eine Herde mit Tieren. Und ja, holen da noch ein bisschen was geht. Und dann, ja, kommen wir langsam zum Ende der Folge, würde ich mal sagen. Okay, fahren wir noch mal ein Stück weiter Richtung Süden. Und gucken wir mal, wer uns erwartet. Okay. Ich glaube, ich bin ganz nah an irgendwelchen Tieren dran. Ja, an Roosevelt Wapitis. 60 bis 80 Meter. Bin im quasi letzten Moment noch ausgestiegen. Und ich kann mich eigentlich nicht bewegen. Weil sobald ich mich bewege,
sehen sie mich, aber was ich hier sehe, ist ein ausgewachsenes Wapiti und noch ein ausgewachsenes Wapiti mit durchaus viel Potenzial. Kommt doch mal in meinen Sichtbereich, sodass ich euch vielleicht, ne, abschießen kann. Erstmal analysieren kann, aber dann abschießen kann. Okay, ich glaube, sie sind wieder im Chill-Modus. 4 Sterne. 3 Sterne. Oh, lecker. Die Frage ist, wollen wir das beste Tier jetzt rausschießen oder wollen wir es drinnen lassen? Ich bräuchte ein bisschen besseren Überblick, glaube ich. Wie machen wir das, wenn wir so nah an den Tieren dran sind? Also tendenziell würde ich schon das 4-Sterne-Tier mitnehmen, ganz klar. Auch wenn wir vielleicht den DNA-Wert der Herde damit ein bisschen schwächen. Passt auf, wir holen jetzt erstmal den Wapiti-Locker raus, weil da führt, glaube ich, kein Weg dran vorbei. Ich sehe die Tiere einfach zu wenig. Und damit kommt unser Freund direkt zu uns. Das ist natürlich vorteilhaft. Auf so kurze Entfernung. Krass, dass die mich nicht bemerkt haben, gell? Aber gut, das ist natürlich jetzt ihr Problem. Da ist er schon. Hallo. Ja, das nehmen wir auf jeden Fall mit, das Tier. Ich meine, das will ich mir jetzt nicht entgehen lassen. Auch wenn die, naja, der durchschnittliche DNA-Wert der Gruppe dann wieder ein bisschen sinkt. Aber was soll's, das nehme ich in Kauf. Ja, für die schöne Trophäe nehme ich das in Kauf. Ja, und wir gucken nochmal. Das Tier sieht ja auch sehr ausgewachsen und sehr alt aus. Also bevor es stirbt, ohne dass ich irgendwie was damit zu tun habe, habe ich lieber was damit zu tun, wenn ihr versteht, was ich meine. Keine Sorge, ich schieße nicht auf den Kopf. Das machen wir natürlich nicht. Damit wäre die Trophäe ruiniert. Ja. Ja, ungefähr so, hä? Boom, Herz. Ein Herz für Tiere. Ein Herz für Wapitis. Habe ich natürlich, wie ihr wisst. Und ja, dieses Wapiti hat jetzt vermutlich kein Herz mehr. Wobei, ich, ach, keine Ahnung. Vielleicht haben wir es auch gar nicht getroffen. Wir gucken mal. So. Geil, da haben wir heute 2 Tiere mit 4 Sternen. Ich habe noch letzte Folge gesagt, Aurora Shores ist immer für gute Tiere zu haben und die guten Tiere sind einfach am Start. Ja? So, da können wir nochmal kurz gucken, ob das der 3-Sterne-Kollege ist, da hinten. Ja, das ist er. Ja, du kümmerst dich jetzt um die Herde, mein Freund, würde ich sagen. Ich hoffe, das erwachsene Tier hat auch einen guten DNA-Wert. Das wird schon passen, ne? Wird schon passen. Die haben ihren DNA-Wert bestimmt weitergegeben. So, mein Freund, so... Hier haben wir ein gutes Thumbnail für die Folge. Ich hoffe, ich finde die Stelle später wieder. Aber das ist prächtig. Oh, dieses Tier haben wir schon öfters scheinbar versucht mitzunehmen. Und sind immer wieder gescheitert. Wir haben 3 Schüsse auf dieses Tier abgegeben. Hier Monoblock. Und auch nochmal Monoblock. Krass, die haben wir eigentlich... Naja, nee. Das Bein haben wir hier getroffen. Und hier haben wir einmal das Schulterblatt getroffen beim Hinsetzen. Da war ich knapp zu hoch scheinbar. Der Knochen hat aber auch irgendwie alles abgebremst, weil ich nur die Monoblock benutzt habe. Oh, das waren schlechte Schüsse hier. Echt schlechte Schüsse. Aber gut, wir haben das Tier wiedergefunden. Das heißt ja auch, dass es schon wirklich recht alt ist, das Tier. Und diesmal haben wir wirklich alles gegeben. Frontal in den Bauch. Ja, wir haben nur so ein bisschen Knochen getroffen, gell, hier. Und dann Hauptschlagader, Lunge und Herz. Alles erwischt. Naja, die linke Lunge nicht ganz, aber dafür mittig ins Herz rein. Damn. Sehr zufriedenstellender Schuss. Nein, wir werden vielleicht keine 5-Sterne-Jagdbewertung haben. Doch, haben wir. Fast 90%. 89 ist auch wieder eine sehr schöne Zahl. Nice. Ganz geil. Trotz der 3 Schüsse haben wir noch eine 5-Sterne-Jagdbewertung. Finde ich gut. Und trotz etwas zu viel Energie, aber das, ich glaube, das ist nicht, das macht nicht so den großen Unterschied. Ja, wow. Nehmen wir mit. Und damit haben wir doch mal ein wirklich schönes Tier zum Ende der Folge nochmal. Ja, auch wenn wir da drüben jetzt nochmal zuschlagen könnten, machen wir natürlich nicht. Ja, wir lassen die schön in Ruhe da drüben. Hey, da haben wir einfach random nochmal 4 Sterne Wapiti bekommen. Obwohl ich das eigentlich nicht verdient hätte, da ich 60 bis 80 Meter davor erst eine Vollbremsung hingelegt habe. Aber naja, ist schon ganz gut, ne? Wenn das Spiel mich nicht bestraft, dann belohnt es mich halt. Will ich mich nicht beschweren. So Leute, gut, dann... War es das wieder für heute? Bisschen kürzer vielleicht die Folge, aber ich wollte sowieso eigentlich mehr so auf 20 bis 25 Minuten Niveau runterkommen. Ich denke, das haben wir soweit ganz gut erreicht. Schönen Dank fürs Einschalten. Gerne einen Daumen nach oben da lassen für die prächtigen Tiere, die es heute gab. Und schaltet auch gerne bei der nächsten Folge wieder ein. Bis dahin, lasst es krachen und ciao, ciao.